Hallo liebe Hüter und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video der Destiny Infobase. Und ich habe es bereits angekündigt, ihr werdet in den zukünftigen Videos nicht nur mich als Kanalbetreiber hören, sondern eben auch die Redaktionsmitglieder der Destiny Infobase ab und zu. Unser lieber Christopher, der Vice Crusader, hat sich Gedanken zum Thema Arkuswoche gemacht. Ob man das überhaupt Event nennen kann und was Bungie hier vielleicht falsch kommuniziert hat. Ich möchte euch daher nicht weiter aufhalten, wünsche euch viel Spaß bei seinem Beitrag, hinterlasst unbedingt Feedback und wenn es euch gefällt, dann natürlich Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren, liebe Freunde, um sowas in Zukunft auch weiterhin möglich zu machen. Ich halte jetzt meine Klappe und wünsche euch viel Spaß beim Beitrag vom lieben Christopher. Hallo Hüter, ich bin Vice Crusader und herzlich willkommen zu meinem Blog. Ich mache heute mal was ganz anderes. Ich bin gänzlich unvorbereitet, habe keinen Text vor mir, gar nichts, sondern betrachtet es einfach als eine Art kleiner Blog, in dem ich euch einfach meine Gedanken frei mitteile, was ich so über die Arkuswoche halte. Und ich fange gleich unverblümt damit an. In meinen Augen ist die Arkuswoche eine riesengroße Frechheit, denn es ist kein Event. Das ist alles nur kein Event. Es gibt nämlich nichts Eventspezifisches. Ja, okay, wir haben das Arkusversengen in allen möglichen Aktivitäten, aber ansonsten gibt es da nichts. Und ich bin jetzt auf die Hilfe vom Krankus angewiesen, denn jetzt sollten wir die Roadmap sehen. Jetzt schauen wir uns mal die Roadmap genau an. Nein, nicht da, sondern genau hier. Auf der einen Seite sehen wir die Sachen, die im Annual Pass enthalten sind und auf der anderen Seite sehen wir alle Sachen, die für jedermann frei ist oder für jedermann frei sind. So rum ist es richtig. Das heißt, wenn wir uns jetzt eben diesen Bereich der Saison des Vagabunden ansehen, dann sehen wir, dass da unten die Arkuswoche angekündigt ist. Die Arkuswoche wurde auch mit einer Art Trailer angekündigt, wurde auch groß im TWAB, wurde sie, ja, ich sage jetzt schon nahezu angepriesen. Es gab ein kleines Leckerbissen in Form von, hey, ihr könnt euch im Everversum 3 klassenspezifische Emotes kaufen, die sind besonders toll, vor allem wenn man sie mit anderen Emotes kombiniert, dann kann man sich vor anderen Hütern richtig schön zum Affen machen und richtig schön bescheuert aussehen, aber egal, das ist eine andere Sache. Aber ansonsten gibt es da recht wenig. Ich meine, jedes andere Event war bisher für mich vollkommen in Ordnung. Sogar das Eisenbanner lasse ich als Event zählen, denn im Rahmen des Eisenbanners können wir können wir eventspezifische Rüstungen und Waffen kaufen oder erfahren, erspielen, wie auch immer. Egal, ob die einem jetzt gefallen, egal, ob die gut oder schlecht sind. Aber es ist zumindest etwas da, es ist ein Anreiz da, um etwas zu machen, zu tun. Das vermisse ich in der Abschlusswoche, denn da gibt's nichts. Wie schon gesagt, Everversum. Kann ich mir Emotes kaufen? Mehr nicht. Und das Schlimme ist halt einfach für mich, wenn ich so andere Events Revue passieren lasse. Beispielsweise das Festival der Verlorenen. Auch wenn jetzt hier während der Arkuswoche die Donnerlord wieder zurückgekehrt ist, das war ja ein Wunsch vieler Hüter, die einfach mal damals verpasst hatten. Aber im Grunde genommen ist das ein Recycling. Das hat jetzt mit der Arkuswoche nicht viel zu tun. Aber gerade das Festival der Verlorenen, da gab es für mich eben weitere Highlights wie die Gruselgeschichte. Neben der Donnerlord. Das war eine richtig gute Waffe. Ja, und von daher gesehen, ich weiß nicht, welcher Teufel da Bungie geritten hat, das so als Event zu verkaufen. Weil, wie schon gesagt, meiner Meinung nach ist es ein Update gewesen. Es war einfach nur eine Sandbox-Anpassung. Und wenn wir mittlerweile so weit sind, dass wir einfache Sandbox-Anpassungen groß anprangern müssen, dann weiß ich nicht, wie es um die Zukunft von Destiny im Allgemeinen bestimmt ist. Da fehlt mir persönlich die Vorstellung. Wie soll denn ein Destiny 3 groß werden, wenn wir dann doch schon wieder bei Destiny 2 versagen? Wenn wir doch hier schon wieder irgendwas ankündigen, was überhaupt keinen Sinn macht? Also, das ganze Thema, das macht mich ein wenig sauer, wie man unweigerlich merkt. Ich meine, nächste Woche, beziehungsweise morgen, steht ja die Schwelgerei
an und ich denke ganz einfach mal, dass Bungie hier wieder alles richtig machen wird. Auf die Arbalest bin ich sehr gespannt, vor allem wie schnell man die freispielen kann und was diese Waffe dann auch so alles kann. Und von daher gesehen, denke ich mal, kann jetzt alles besser werden. Und von daher gesehen sehe ich die Arkuswoche jetzt einfach mal als versehen an, denn man müsste an und für sich konsequent sein und dann auch sagen, okay, jetzt gab es eine Arkuswoche, wo ist denn dann die leere Woche oder wo ist die Solarwoche? Wurde nicht angekündigt? Naja, schauen wir ganz einfach mal, was passiert. Tut mir einen Gefallen, wenn euch dieses Format von mir gefallen hat, gebt Bescheid, falls euch, wie ich schon gesagt habe, gefallen hat, dann mache ich sowas gerne nochmal und man möge mir den ein oder anderen Fehler verzeihen, denn das ist jetzt mein erster völlig freigesprochener Blog und ja, ich wiederhole mich, lasst ein Feedback da und sagt einfach, wie es euch gefallen hat. In diesem Sinne, guten Loot, euer Vice Crusader.